Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Empire. Jo, wir neigen uns jetzt langsam wirklich dem Ende des Projektes zu. Wir haben nämlich gerade mal nur noch zwei Missionen. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Das Regime des Souveräns wurde destabilisiert. Jetzt kann dir, da du dich Burgzwielicht und dem Thron Adanias näherst, nichts mehr in den Weg kommen. Der Sieg wird dein sein. Jo. Eine Person, keine Leiter, Schwierigkeitsgrad normal. Und ab dafür. Together with your faithful advisor, you have taken up camp in a hill located between Culain and its sister city of Libertinum, the home of the Holy Conclave. From the top of the mound, you can see the pinnacles and towers of Castle Twilight. But Oscar has received a message, making him anxious and distracted. The message came from Balgorian, who led you to this location, claiming to have some important information to divulge. Hopefully he comes bearing good news. Oscar und gute Nachrichten. Da hast du was gesagt. Welcome, lad. Here to witness me triumph, are you? Not really. I bring news of a final test. The leaders of Fake have reached a decision. Successfully conquer Castle Twilight, and you'll become gold members without delay. That's fantastic. The Sovereign will be last in the line of Sidrian kings, I swear. Ah, soon the leaders of Fake will have to apply for membership themselves, to the Fellowship of the Still Breathing. Yeah, well. As previously mentioned, our informants have reported about large gatherings of troops around Castle Twilight. We are yet to learn why, but whatever the reason, it tells us that the Sovereign has brushed the cookie crumbs from the royal garbs and snapped out of his indolence. That won't do him much good. Thanks for the warning, though. You also said something about a back entrance? That's correct. I pointed you to this forest hill north of Libertinum, because right outside, there's an entrance to a secret tunnel leading to the basement level of Castle Twilight. It was built as an escape route, but will be the perfect path for infiltrating the palace. Opening it without the proper key will be tricky, but it can be done. Great. Tell me all you know, and I'll guide my henchmen through it. You get on with the preparations, Death Slayer. It's time to nail some royal balls to the wall. So, let's get going. Balgorian told me about a sister of Crypta living alone in a location that I have marked on the world map. Send a raiding squad to kidnap her. Hopefully she can tell us how to open the entrance to that tunnel. Ja, das kennen wir ja schon mal alles. So, die Pilzgrube reparieren wir erst einmal. Da oben ist unsere... Ja, da oben können wir die Vorratskammern und Schatzgruben hinbauen. Und hier unten kommen Horte und Küchen und so weiter hin. Ja, der Hort wäre, würde sich hier perfekt machen. Jo. Und die Küche so gegenüber, so. Alles weitere müssen wir da wohl hier irgendwo hinbauen. Also ich würde mal sagen, wir graben hier so um die Ecke. Das war wieder eins zu viel, aber macht ja nichts. So. Den Raum besetzen wir mal bitte. Schalten zuerst unseren Speer frei. Und dann wie gehabt, zwei Speere, zwei Berserker. Küche besetzen. So. Sag bloß, Balzeder ist Bevölkerung. Nein, die wird vorausberechnet. Okay. Dann geht ihr mal was mampfen. Währenddessen schalte ich Spezialist frei. Und Ball macht mal zwei neue Imps. Gut. Mmh.
So, ihr seht satt aus. Dann, oh, die ist gleich nebenan. Sehr schön. Da ist die Sensenbraut. Oh, es sind viele Einzelmaterialien. Fein, dein Fall. Hey, Deathslayer, you know what that motley crew of demonic attackers tells us, don't you? Mr. Cruelly is at it again, and we certainly don't have time to chase him down right now. Huh, what to do, what to do? Oh, I know. Let's let Ardania's valiant heroes take care of the problem by keeping him busy. I'll produce some wanted posters with a drawing of his ugly mug and all, and our minions can post them on raid sites in the area. Yeah. Das kennen wir ja. So, ihr tankt mal voll. Hm. Eigentlich könnte ich mich hier noch durchgraben und hier hinter dem Heldeneingang Sachen bauen. Ja, warum nicht? Dann kann da erstmal der erste Extraktor hin und die eine zweite Vorratskammer. Der Dungeon muss ja nicht schön aussehen, er muss nur effektiv sein. So. Mehr Materialien bitte. Also ist es für den Trainingsraum, denke ich mal. Der dürfte hier hoffentlich noch Platz haben. Hier hätte sogar noch eine Küche noch Platz. Geh weg. Say hello to the boys back home. Helfen wir Ball mal ein bisschen. So. Als nächstes schnelle Auffassungsgabe. Die vier töten wir für den Extraktor, den hier für Materialien. Und dann müssen noch die hier alle ausgeschalten werden. Oh, die sind Level 3. Alle. Ah, es kümmert sich jemand drum. Sehr schön. Ihr müsst euch noch auf 2 Überfälle schicken, dass ihr Level 2 bekommt. Ich glaube, das ist einfacher, wenn ich einfach den Extraktor, die Trainingshalle baue. So, schnelle Auffassungsgabe. Noch ein Fight einfach. Hier geht mal vorsichtshalber essen. So, Trainingshalle. Die passt super auf die Ecke hier. Extraktor, dann kriegt ihr mal eine Extraktormarkierung. Heroes are entering your dungeon. Und ihr kriegt auch eine Extraktormarkierung. Sehr schön. Ein Kleriker, beziehungsweise eine Klerikerin und ein Beschützer. Jo, ein Beschützer mit einer Kettensäge. So. 2 Helden für den Extraktor. Sehr gut. Trupp 1. Geht jetzt mal trainieren. Und ich glaube, da schicke ich sie erstmal wieder auf eine Materialmission. Wieder im Fight ein Fall. So, gut. Priester ist fertig. Freigeschalten. Besorgt mir Materialien. Ich glaube, meine Werkstatt könnte ich da oben noch hinpacken.
die wird ja nicht so wirklich gebraucht. Also die muss nicht unbedingt erreichbar sein. Ah, die ist hier Point fürs Heldenschlachten. Das heißt, ich schalte mal die Werkstatt frei. Und auch gleich mal den Priester. Und dann brechen wir mal hier durch. So, Werkstatt oder als nächstes endlich mal eine Vorratskammer. Fein, dein Fall. Life. What's the point anyway? Das heißt, sie müssen das mal ohne Ball schaffen. Oder Ball portet sich jetzt einfach mal und mischt sich mit ein. Und da sind unsere Speer weg. Ja, schön, aber wir haben Einheiten für den Extraktor. Hm, wir verlieren einfach Erfahrung. Okay. Jetzt haben wir genug. Jetzt bauen wir eine Vorratskammer hier. Erstmal hier eine. Da ist der Weg nicht mehr so lang. So, ihr wollt aufs Maul? Dann kriegt ihr aufs Maul. Okay, für den Recken bräuchte ich noch. Aber hey, jetzt kann ich endlich die Pilzfarben anschmeißen. So. Okay, machen wir mal das Sesam öffne dich Spiel. So, Feuerhexenmeister ist bald tot. Und wir haben Schätze gekriegt. So, das heißt, wir können den da freischalten. Life. What's the point anyway? So. Dann bilden wir mal zwei Recken. Einen für den Trupp. Die drehe ich gleich mal hoch. Wenn du Schreckensfürst bräuchte ich noch Punkte. Bräuchte ich jetzt noch einen Punkt, dann könnte ich auch einen Schreckensfürsten. Obwohl Frieden und Beute eigentlich wichtiger wäre. Ja. Ah, sehr schön. So. Der Trupp ist auch einigermaßen bereit. Dann schicken wir Trupp 1 mal los. Gegen einen Alchemisten sollten 3 Imps hier ankommen. Ich helfe sogar noch ein bisschen nach. So. Weg mit dem. Ja, die Truppenstufenaufstieg. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh. Schicken wir Trupp 2 gleich mal los. Noch mehr Materialien besorgen. Dann können wir nämlich die Schmiede hier oben bauen.
Wahrscheinlich hier die zweite Küche irgendwo und die Spelunke. Jo. Werkstatt. Passt perfekt dahin. Frieden und Beute. Oh. Haben wir sogar schon ordentlich was gekriegt. An Materialien jedenfalls. So, ein Punkt für den Überfallerfolg. Sehr schön. Erst den Schreckensfürst, dann können wir Rüstungen freischalten, denke ich mal. Obwohl für 4 ausgerüstete Einheiten und 5 Gegenstände. Rüstungen. Mach mal bumm. So, und jetzt besetzen wir die gleich. Wie viel kostet nochmal so ein Ding? 15. Oh, können wir uns leisten. Heroes are entering your dungeon. Helden. Helden, die wir extrahieren können. Sofern sich Balmer mit einmischen würde. So ist das schon besser. Juhu. So, Feindeinfall.